Ah gut, Mr. Eintracht hier. Könnt ihr euch noch an das Spiel erinnern? Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Ja, wir haben das Spiel verloren. Juckt in dem Moment keinen. Denn das Ding ist, das war das Spiel, wo es über 200 Verletzte aufgrund Polizeieinsatzes gab. Natürlich waren für die bösen Fans schuld. Allerdings, wir wissen ja mittlerweile, dass der Einsatz zu einem großen Teil ungerechtfertigt war und unberechtigt. Denn, man muss ja auch sagen, dass die Polizei sich mehrfach widersprochen hat oder ihre Aussagen jeweils korrigiert haben. Auf jeden Fall, kommen wir dazu gleich noch, gab es jetzt ganz viele Hausdurchsuchungen, 42 Stück. Und natürlich machen die das jetzt in der Länderspielpause. Die hätten es ja irgendwann machen können, ne? Aber die machen es jetzt natürlich an einem Dienstag, 2 Tage nach dem Bundesligaspiel, in der Länderspielpause. Natürlich machen die das genau dann. Weil die Hagen dann wissen, okay, danach sind 12 Tage vergangen, es wird trotzdem wahrscheinlich ein Banner kommen, ne? 42 Hausdurchsuchungen. Aus welchem Grund? Aus welchem Grund auf einmal, ne? Ganz ehrlich, die haben das bewusst in der Länderspielpause so geplant, weil die Hagener wussten, das Echo ist so. Und da sieht man halt mal, wie die es versuchen, auch durch jetzt Berichterstattungen, ihre Fehler und ihr Fehlverhalten zu korrigieren. Ich sage nicht, dass die Fans komplett unschuldig sind. Definitiv nicht. Aber wenn zuerst gesagt wird, Gästefans waren da, dann hieß es einfach, nee, das stimmt doch nicht. Es gab Auseinandersetzungen. Dann gab es eher, haben sich bedrängt gefühlt. Dann hieß es auf einmal, sie wurden angegangen, die Ordner wurden angegangen und etc. etc. Erstmal wurde vorher nicht kommuniziert durch den Einlass, dass da verstärkt kontrolliert werden soll. Ja, wir wissen ja, mit dem Blockschmuggeln etc. hätte man das vorher einfach kommuniziert. Ja, wollte, keine Ahnung, warum das nicht gemacht wurde. Hätte ein bisschen Luft rausgenommen, aber dennoch kann es nicht sein, wenn bis die Ordner vielleicht angegangen worden sind, ne? Was auch vielleicht doof ist, aber wie kann es sein, dass, wenn das vor diesem Block angeblich passiert ist, 2 Blöcke weiter ungefähr, ne? Da die Rauchwolke rauskommt, die haben in die Menge geschossen, wo man merkt, nicht mit Patronen, sondern halt der Feuerwerkskörper. Und dass sie sagen, ja, so viele Polizisten wurden verletzt, das ist zum Großteil auf Friendly Fire gewesen, aber das wird auch nicht erwähnt. Auf jeden Fall geht es ja darum, die Richtigstellung etc. Wo sind überhaupt die Aufnahmen des Spiels an diesem Spieltag? Es gibt überall Kameras. Wieso gibt es keine Aufnahmen, zufälligerweise, wie da? Das war genauso wie gegen Donetsk. Überall sind Kameras. Überall wird das festgehalten. Weil im Nachgang wird ja immer irgendjemand identifiziert. Wieso gibt es bei solchen fragwürdigen Einsätzen nicht? Und ich sag dir, damals der Fan, der von einem Polizisten einfach über die Bande geschubst wurde, ne, hätte es nicht dieses eine Fanvideo gegeben, dieses eine einzige Fanvideo, wäre der Fan auf seinen Kosten sitzen geblieben. Wirbel gebrochen, konnte nicht arbeiten, monatelang, ich weiß nicht, oder jahrelang sogar. Muss ich mir vorstellen. Und es wurde gesagt, nein, es gab keine Verletzten etc. Jeder hat es gesehen. Fans, Verantwortliche, Fans, alle drumherum, sage ich jetzt mal, sprich Medien etc. Es war überall es wurde sogar von den Sanitätern bestätigt, vom Krankenhaus bestätigt, dass es da einen Einsatz gab, ne? Polizei sagt aber, nee, uns ist nichts bekannt. Und dann kam erst das Video. Oh, wie kann denn das sein? Wollte mich verarschen. Und genau so war es gegen Stuttgart. Dass man hier so oft die Aussagen verdreht. Und vor allem kommen dann irgendwelche auf Social Media. Nein, ich vertraue schon auf den Aussagen und Berichten von der Polizei. Und ich so, was sagst du dazu, dass die dann währenddessen die Aussagen 3-4 Mal verändert haben und auch die Polizei die Berichte teilweise verändern? Ja, dann kommt nichts mehr. Na, ich habe keinen Bock zu diskutieren. Ja, ich weiß, weil du keine Argumente mehr hast. Meine Fresse. Ich sage auch mal, ich will nicht diskutieren, weil es mir zu dumm wird und weil die dann persönlich werden oder keine Argumente mehr haben oder mit irgendwelchen Strohmännern kommen. Es ist so schlimm. Und die haben die Hausdurchsuchungen nur gemacht, um sich, um ihr Verhalten teilweise selbst darzustellen. Und ich finde es einfach
beängstigend oder auch sehr fragwürdig, wie die Polizei manchmal wirklich eskalierend bei Fußballspielen dran ist. Ich meine, sie kann jetzt mal bei Bahnhöfen, an anderem, also sie sind nicht bei uns bezogen, bei Bahnhöfen, irgendwelche Leute, wo nicht mal Risikojungs dabei sind. Das sind Familien, normale Jungs wie du und ich vielleicht, stehen da, werden am Bahnhof 3 Stunden eingekesselt. Die Leute müssen pinkeln, kleine Kinder dürfen nicht pinkeln gehen, Frauen dürfen nicht pinkeln gehen. Das geht nicht. Das ist Körperverletzung. Und ich habe schon gesagt, sollte mir sowas einmal passieren und die lassen mich nicht pinkeln. Ich schwör's dir, ich pinkel dem vor die Füße. Es ist mir scheißegal. Wie kann man denn... Ach, das Schlimme ist, die machen das am Anfang wirklich nur... Boah, die machen das so oft. Also wenn ihr wirklich teilweise mal ganz aktiv wart und dann merkt man das hier und da teilweise mal. Also wirklich, ja, Fans sind sich unschuldig, keine Frage, aber man merkt an manchen Tagen, wie die Polizei bewusst zu Teilen provoziert und es eskalieren lassen möchte. Leider Gottes ist das so. Wie gesagt, zu den Vorfällen kann ich nicht sagen. Ich kann nur durch, weil ich nicht persönlich dabei war, ich war schon im Block drin. Ich weiß nur, oder kann mich nur auf Aussagen der Polizei jetzt mal beziehen, die sich ja, wo davon gesprochen wurde, vor Block 40, 42 im Detail rum. Dann aber, wie gesagt, die Frage, wie kann es sein, dass bei Block 38, was glaube ich hinten, das Ding hochzieht. Ja? Das ist anderthalb Blöcke weiter. Anderthalb Eingänge weiter. Wie kann das sein? Frage ich mich. Also ganz ehrlich. Und selbst wenn es deine Nähe war, und wenn ich dann auch lese, ja wenn es ein bisschen Geschubse geht, dann ist er halt mit ein bisschen... Ja, anderen Opfern müssen halt da beklagt werden. Dann ist es halt manchmal so. Ja, sei egal, dass 200 Menschen, darunter Kinder, Atemreizungen hatten und manche Kinder kaum in Luft bekommen haben. Ja, sei egal. Das ist ja nicht dein, bist ja nicht betroffen gewesen. Ich sag dir, wenn die eigenen Kinder hätten und selbst betroffen, und ich habe keine eigenen Kinder, ne? Aber wenn die davon betroffen wären, ey, die hätten den größten Aufstand gemacht. Aber solange die nicht betroffen sind, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich könnte den Leuten die Fresse und meine Fresse, ich da könnte ich wirklich kotzen. Aber ich bin mal gespannt, wie die Polizei noch versucht, hier ihr eigenes Verhalten gut zu drehen, dass sie nicht mal einfach die Fehler einsehen. Ja, es war vielleicht mal ein Fehler von uns. Wir werden das aufarbeiten. Ey, das wäre doch einfach mal Eier zu zeigen und sagen, okay, ja, es tut mir leid, wir haben uns falsch verhalten. Wir hätten uns da sicherlich auch anders verhalten können. Aber wir sind auch nur Menschen. Niemand wäre euch böse. Niemand wäre euch böse, wenn ihr mal zugibt, dass das falsch war. Ihr macht auch Fehler. Wir machen Fehler. Wir verhalten uns vielleicht in den Emotionen falsch. Ihr vielleicht auch mal. Vielleicht habt ihr euch wirklich so bedrängt gefühlt, dass ihr dann euch frei machen und keine Ahnung. Erklärt es. Steht zu den Fehlern. Und niemand wäre euch böse. Aber diese Spielchen, diese Machtspielchen und diese, wir sind unschuldig, wir machen nie was falsch, wir sind die Besten, immer sind die Fans schuld, wir machen niemals Fehler. Diese Einstellung, das ist das Problem. Und das ist das Problem, warum man immer wieder, und das sieht man ja komplett durch die fast alle Polizeileute und Polizeistationen, das ist der Grund, warum das Ansehen der Polizei teilweise auch nicht unbedingt wächst. Das ist das Problem. Und warum das halt der Fall leider Gottes ist. Einfach offen sagen, man hätte andere Einstellung und man hätte so viele Pluspunkte. Weil das ist der beste Weg. Ehrlichkeit, Selbstreflexion und auch mal selbstkritisch sein. Und dann, auch dann, habt ihr vielleicht weniger Stress. Und genau dann wird das auch schöner, dann wird auch für euch die Arbeit angenehmer. Aber vielleicht will man nicht weniger Arbeit haben, sondern da auf seine Stunden kommen. Aber wie gesagt, Selbstreflexion, selbstkritisch sein, auch mal Fehler eingestehen. Und auch für euch wird der Fußball und das Drumherum angenehmer, weniger Wochenendarbeiten. Und für uns alle ist es entspannter. Für die Fans ist es entspannter,
weil wir wollen auch lieber ohne Stress dahin. Es wird familiärer, das heißt noch mehr Kinder, Nachwuchs etc. kommt dahin. Es ist für alle eine Win-Win-Situation. Und ihr, liebe Polizei Frankfurt, könnt einen großen Teil dazu beitragen, indem ihr mal richtig handelt. Und ob ihr richtig handelt, das sehen wir dann in der Zukunft. Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao.